Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Roblox-Video. Es wird spannend und wie ihr seht, es ist ein Loadscreen bereits erstellt worden und es gibt viele Neuerungen. Ja, das letzte Video ist schon einige Zeit her, weil wir Probleme hatten mit dem Waffenrad. Dies wirkte sich auf so viele andere Skripts aus, dass wir jede Menge Zeug neu schreiben mussten. Ja, wie ihr seht, Polizeiuniform, das ist die erste Variante. Wir machen natürlich jetzt auch noch deutsche Uniformen rein. Es wird verschiedene Uniformen geben, das ist jetzt eine Variante. Und hier habt ihr auch jetzt schon gesehen, das Waffenrad, es funktioniert. Die Kamera für die Waffen funktionieren. Auch bei den anderen Waffen funktioniert dann alles. Jetzt da noch hinzugefügt, wenn ihr eine Person anschießt, die nicht im Team Crime ist, bekommt ihr Punkte Abzug. Dann habt ihr jetzt gesehen, es funktionieren Handschellen, Taser, es funktionieren die Cones. All das haben wir inzwischen schon implementiert. Ist soweit fertig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ihr hört im Hintergrund schon das Roblox Radio. Da wird es auch News-Einspieler geben, aber das seht ihr am Ende vom Spiel, vom Video. Ja, ihr könnt bereits Bloxy Cola kaufen. Wie ihr seht, Trinkanimation auch schon fertig. Es wird Geld abgezogen dafür. Fahrzeugspawn kennt ihr bereits. Allerdings haben wir es endlich geschafft, und es hat lange gedauert, ein Treibstoffsystem in die originalen Roblox-Fahrzeuge zu integrieren. Wie ihr seht, der Treibstoff wird abgezogen. Dieser kann wieder betankt werden. Wenn der Treibstoff leer ist, bleibt das Fahrzeug stehen. Ja, das war harte, harte Arbeit, aber wir sind endlich soweit. Es hat endlich funktioniert. Als nächstes, wenn ihr Stadtwerke spielt, hier ist schon eine Aufgabe für euch, alle Stromkästen, die rot blinken, sind später zu reparieren. Reparieren tut ihr das, indem ihr im Team Stadtwerke seid, dann wählt ihr das Messgerät aus, drückt für 10 Sekunden E, es ist repariert, ihr bekommt XP, die wieder später in Geld umgewandelt werden. Dann das Wiederbetanken, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über den Benzinkanister oder auf der Tankstelle, einfach zubefahren. E drücken, es werden euch 500 Euro abgezogen und das Fahrzeug ist wieder vollgetankt. Wenn Treibstoff steht, das heißt einfach, dass er bei 100% ist, dann zählt der eh schon wieder runter. Ja, so viel zum Treibstoffsystem. Gehen wir wieder zurück zum... Nein, vorher schauen wir noch in den Stadtpark. Ja, das mit den NPCs, dass die hier einen Pfad ablaufen, dass das Ganze belebter wirkt, funktioniert immer besser. Ja, es gibt noch viele Probleme. Wie ihr auch seht, die Ampeln funktionieren jetzt auch schon alle. Auch das harte Arbeit, ich sag's euch, solche Kleinigkeiten brauchen extrem viel Zeit. Und ja, jetzt hört ihr noch den Newsflash. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das reguläre Programm für eine wichtige Eilmeldung. Und so wie in dem Newsflash wird es jetzt immer wieder Radiosender überall geben, auf der Map verteilt, in den Tankstellen und so weiter. Und da sollen halt auch immer wieder so lustige Nachrichten drinnen sein und Musik, einfach um die Welt belebter zu machen.